und willkommen zur zweiten Folge The Secret of Tremendous Corporation. Ich habe übrigens das letzte Mal gesehen, hier unten, das ist vermutlich das Bild der Entwickler, die drei jungen Herren da. Aber ist auch egal. Das letzte Mal war mir stehen geblieben, ein Mann hat bei einer Videospielfirma, die Tremendous Corporation, angefangen zu arbeiten, oder wollte zumindest anfangen. Und die Tremendous Corporation ist eine Firma, die Millionen Spiele täglich herstellt und damit den Videospielmarkt beherrscht. Und was wir herausfinden konnten in der letzten Folge noch, ist, dass eine geheime Rebellengruppe gegen die Tremendous Corporation vorgeht, um sie an ihrem Vorgehen, den Videospielmarkt zu überschwemmen, zu hindern. Und wir machen jetzt Continue vom Autosave. Hier sind wir. So. Was haben wir hier? So. Dann gucken wir mal drauf. It looks like a newspaper. Okay. They should say something about their at a newspaper. I better check it out. Okay. Einbrecher. Ich tue, das sind Einbrecher, bin ich mir sicher. Also müssten die da drin stehen. Ich nehme die Zeit mal. I can't reach it. Also brauche ich einen Stuhl oder so. They won't even budge. Ah, vielleicht das? Vielleicht mit dem Seil irgendwie... Das und jetzt das da oben... runterholen. I can't reach it, ja? Vielleicht mit dem Seil. Geht das? Hä? Ich hab doch das ja jetzt ausgewählt. Oder was? Da geht das jetzt auch nicht. Das wäre jetzt blöd. Ja, das Seil. Ein Seil allein wird nicht helfen. Vielleicht das da und dass man das dann irgendwie so runterzieht. Pick one stick. Okay, versuchen wir es nochmal. Sticking gum to it won't help. Ah, doch, Kaugummi. Use. Da unten steht was. Habe ich jetzt gegessen? Hallo? Jetzt check ich irgendwie nicht. Also wir müssen die Newspaper darunter holen, das ist klar, ne? So, und womit? Ich würde ja jetzt sagen, dass wir irgendwie ein Seil nehmen, dann das Klebeding da dran und das dann runterholen, aber das scheint nicht zu klappen. Wir können ja mal noch mal zurückgehen, vielleicht finden wir hier noch was anderes, was hilfreich sein könnte. Komm, geh mal ein bisschen schneller, Junge. Und auch ziemlich... Naja, hier ist auch nichts. Mal da hinten gucken. Vielleicht entdecken wir da was, um diese blöde Zeitung unterzuholen. Also, anstatt, dass er sich einfach den Stuhl nimmt, aber es sind vermutlich festgemacht, ne? Programmiert. Müssen wir gleich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ernsthaft? Egal, ich lade dann einfach eventuell neu und dann kann man ja da starten, ist ja kein Ding. Nee, das geht nicht. Also starten wir wieder von vorne. Also von hier. Ist auch nicht so schlimm, wir haben nicht so viel erreicht. Jedenfalls das Seil nehmen. What a nice rope. Ja, finde ich auch. Nehmen wir uns das. Und dann nehmen wir uns mal das. Kann man das? Darf man das machen? Hm, it smells good. Aber... Maybe I should try it. Okay. Slurp-Geräuschen. It makes me feel great, smarter, more aggressive. Okay. So, was haben wir denn im NSA überhaupt? Die ID-Card? Was ist das denn? Oder ist das schon die Zeitung? Ne, ist ein Buch.
Ja, und wie bekommen wir das jetzt darunter, dass das dann nicht war? Ich weiß ja nicht, ob man das nicht irgendwie verbinden kann. Hier soll man nach vorne kommen, dann sehe ich den besser. Der gute Mann. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Namen hat. Ansonsten nennen wir ihn Karl. Ja, nennen wir ihn Karl. I'm not sure it will help. Ja, was soll denn helfen, Junge? It won't help. Okay, das bringt also auch nicht. Also gut. It won't even budge. Ich habe halt immer so komplett unkonventionelle Ideen. Jetzt kam mir gerade der Gedanke, was ist, wenn man das Teil an so einem Ding festmacht und damit irgendwie das Ding da runterzieht, aber das... Das sind so Ideen, auf die kommt man, wenn man keine Ideen mehr hat. Das klappt aber auch nicht. Kann man nicht hier hinten irgendwo noch lang? This is where games are being assembled. Ich verstehe es nicht. I'd rather stay away from that for now. I haven't got my health and safety training yet. Okay. Kann man machen? Alter, ich... Oh, Alter. Kannst du nicht irgendwie auf den Tisch steigen? Ja, es plackt ein now. Ich check das aber. Nein, ich will keinen Stuhl. Also irgendwas muss man ja aus diesem Teil hier machen. Was kann man aus einem Seil machen? Wie kann man mit einem Seil die Zeitung darunter holen? Oder bin ich jetzt komplett dumm? Und übersehe was komplett. Ja, geht auch nicht. Ich check das nicht. Das ist doch nicht... Ach ja. Hey, halt, du brauchst gar nicht loslaufen. Nein. Du kannst... Ja, dann lauf halt weiter. Irgendwas muss es doch hier geben. Also, wenn ihr Ideen habt für Rätsel, dann könnt ihr die gerne mal in die Kommis schreiben. Da freue ich mich sehr drüber, über Hilfe. Das werde ich dann noch ausprobieren. Nice. Ah, nice. Hm, it smells good. Ja. Hä? Ich muss bestimmt irgendwie auf den Tisch. Oder sowas. Irgendwo muss man ja draufsteigen. Nehme ich an. Ja, komm, jetzt. So, wir müssen die Zeitung haben, ne? Kaffeemaschine, Gum. Production Line, Chair. Oder? Nein. Nimm mal die Leine. Ja, und... I'm not sure it will help. Okay, das bringt's halt auch nicht. Okay. Ich dachte jetzt, man könnte irgendwie mit dem Seil die Stühle ziehen. I just pick one stick. Kann man denn irgendwo so eine Art Menü aufrufen? Sowas. Na, ich will nicht quitten. Dann muss man dafür eben erst sowas aktivieren. Das wäre ja irgendwie...
Alter, also es tut mir jetzt wirklich leid um die Folge. Ist ja jetzt auch insofern schade, weil das jetzt komplett vergoldete LP-Zelt ist. Aber ja. Ich glaube, oder ich versuche mal was.